Mein emotionalster Moment war definitiv die Goldmedaille von der Franziska Liepert. Ich bin ehrlich, hatte tierisch Tränen in den Augen und ich freue mich wahnsinnig für diese großartige Leistung und einfach für eine dankbar, so eine tolle Person auch kennengelernt zu haben. Ich habe 8 Jahre lang mit meinem Trainer Karl-Heinz Dürr zusammengearbeitet und ich habe mit dem Rennen ihn quasi in Rente geschickt, der hört auf. Ich widme also den Sieg meinem Trainer Karl-Heinz Dürr. Also mein emotionalster Moment war definitiv das Zeitfahren. Ich bin Rennen meines Lebens gefahren. Ich habe dort mit keiner Medaille im Ansatz gerechnet. Ich hatte das Gefühl, dass mich von hinten jemand anschiebt im Rennen. Da haben mich sehr viele liebe Menschen in dem Rennen durchgetragen, dass ich das einfach holen konnte. Und da habe ich mich selbst übertroffen. Ich habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe gedacht, du wolltest mit einer guten Leistung aufhören. Und das habe ich geschafft. Die Reaktion meines Trainers nach meinem ersten Sprung. Der hatte zwar eine Brille angehabt, aber ich habe durch dieses Zucken unter der Brille gesehen, dass er da sich die Tränen verkneift. Meine Tochter ist wirklich durch alle Sperrgitter, durch alle Sicherheitsvorkehrungen am Mittwoch bei meiner Siegerehrung und stand plötzlich hinter mir und lacht, freut sich und wurde dann natürlich auch sofort abgeführt, also nicht abgeführt, aber weggeführt. Also das ist wirklich mit Abstand mein emotionalster, das kann selbst 2 Goldmedaillen können das nicht überwiegen. Das ist also wirklich das, wie ich immer gerne sage, Gänsehaut pur. Ja, der emotionalste Moment war, glaube ich, eben gerade und war auch eben gerade. Ich weiß, dass sie einfach die wichtigste Frau für mich im Leben ist und ich wollte ihr das einfach zeigen und ich... Ja, es gibt keinen Grund, das zu verstecken, im Gegenteil, es gibt nur den Grund, das zu zeigen und rauszubrüllen und das wollte ich jedem tun. Was Schöneres, Romantischeres kann es geben im Deutschen Haus Paralympics hier am Strand von Barra.